Hallo und willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial. Heute geht es mal um ein Vektorwerkzeug und zwar hier um das Polygonwerkzeug, auswählbar mit U. Hier kann man jetzt ein Polygon aufziehen und ihr seht schon, ich habe an den Einstellungen rumgespielt und sofort kommt hier ein Stern, weil ich nämlich hier oben auf dieses Zahnrad geklickt habe. Und hier kann ich jetzt verschiedene Geschichten einstellen. Ich mache mal das Sternchen hier ein bisschen größer und habe jetzt hier einen großen Stern. Oder ich kann hingehen und die Ecken abrunden. Dann habe ich hier runde Ecken und natürlich auch die Anzahl der Seiten bestimmen. In dem Fall wären das dann die Anzahl der Zacken. Ich mache mal ein paar weniger Zacken und habe dann hier jetzt einen Stern bestehend aus abgerundeten Zacken. Dann Seite einbeziehen. Das gibt an, wie die Neigung ist jetzt hier, wie steil das jetzt hier ist. Je weniger ich diese Neigung einstelle, je weniger die Seiten mit einbezogen werden, umso flacher wird das Ganze. Also dieses Werkzeug ist ganz wunderbar geeignet, um hier irgendwelche rundlichen Dinge mit Zacken oder Rundungen zu erstellen. Und wer jetzt meint, man müsste umständlich ständig hier an diesen Parametern rumspielen, bisschen zu groß, vielleicht wieder ein bisschen zu klein. Das ist ganz einfach. Das Ganze ist ja vektorbasiert. Und deswegen kann ich einfach mit STRG und T meine Vektorfläche hier größer ziehen. Und mein Pfad ist vergrößert mit der Füllung. Und alles ist noch picobello sauber dargestellt. Natürlich kann ich es auch wieder verkleinern und wieder vergrößern. Und ich könnte das Ganze auch hier ohne Füllung darstellen lassen. Dann kann ich mein direkt Auswahlwerkzeug nehmen hier und dann hier nochmal an diesen Figuren hier rumoxidieren und manipulieren und das Ganze mir so zurechtmalen, wie ich es brauche. Okay, das war mal heute mein Einstieg in die Welt der Vektorwerkzeuge. Wenn ihr was gelernt habt, gebt mir einfach einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut. Tschüss Leute!